Wir blicken zurück auf den Handelstag. Ich begrüße Christian Krämer von X-Trade Brokers in Frankfurt. Schönen guten Abend, Herr Krämer. Der DAX heute alles andere als Geburtstagslaune. Gestern haben wir nochmal richtig gefeiert. 25 Jahre gibt es den DAX mittlerweile. Was ist das heute? Wie ist das einzuschätzen? Ist das eine kurze Katerstimmung oder geht es weiter abwärts mit dem DAX? Heute konnten wir zumindest beim DAX 1 feststellen, es wurden Gewinnmitnahmen gemacht. Das ist auch nicht ganz unbegründet, denn im Endeffekt war es so gewesen, dass einmal Konjunkturdaten aus den USA anstanden, dann auch noch aus Japan. Die waren gar nicht so schlecht gewesen. Dem entgegen stand aber im Endeffekt China. Und bei China ist es nun mal leider so, dass der eben einen wirklich ganz, ganz großen Importeur darstellt. Und da hat man Angst, sobald hier die Nachfrage schwächelt. Das zeigt sich dann auch beim DAX wieder. Zusätzlich kamen dann auch noch schlechte Nachrichten wegen Portugal und Griechenland mal wieder. Das hat auch nochmal die Anleger in eine vorsichtshalber Mitnahmestimmung versetzt und deswegen begründet das derzeit den Verlust beim DAX. Ein Grund war natürlich auch der Kursrutsch von der FMC-Aktie. Da waren wir teilweise über 10% im roten Bereich. So viel mal zum Thema defensiver Wert Fresenius. Sowas sieht man nicht alle Tage, das steht auf alle Fälle fest. Und Fresenius hat hier an der Stelle richtig ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Das lag eben vor allen Dingen daran, dass der weltgrößte Dialysesystemhersteller ein Problem vor allen Dingen bei der Finanzierung bekommen hat. Denn die US-Regierung hat beschlossen, die Dialysezentren in den USA hier mit einem Kapital von 9,4% zu kürzen. Dass das natürlich nicht gerne gesehen wird von den Anlegern, hat dann den Kurs um über 10% einbrechen lassen. Und sowas ist natürlich dann auch nachvollziehbar, vor allen Dingen, wenn das eines der Hauptstandbeine ist. Schauen wir auf die andere DAX-Seite. Infineon kann sich gegen dieses schlechte Marktumfeld heute hier stemmen. Die Halbleiterbranche scheint so ein bisschen ja, im Umbruch zu sein. Wir haben die Übernahme von Dialog Semiconductor von iWatt in der zweiten Reihe. Wie geht es jetzt weiter mit der Infineon-Aktie? Die Citigroup hat vor kurzem erst eigentlich noch nochmal gesagt, dass sie hier bei ihren Analysten damit rechnet, dass die Aktie bei 6,20 derzeit, das war das alte Kursziel, auf 7,70 noch ansteigen könnte. Und das ist natürlich noch schon mal eine recht gute Grundvoraussetzung, um den Kurs hier steigen zu lassen. Des Weiteren, und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ist, dass Quimonda, früher ja noch immer das Hinkebein von Infineon, langsam aber sicher nicht mehr ganz so große Probleme darstellt. Zwar auch noch auf der rechtlichen Seite, aber nicht mehr unbedingt auf der finanziellen Seite. Und dass diese Unsicherheit dann von Infineon rausgenommen wird, lässt den Kurs hier an der Stelle eben noch weiter ansteigen. Schauen wir auf die Gemeinschaftswährung. Der Euro pendelt ja gegenüber dem US-Dollar schon seit Monaten zwischen in der Range von 1,30 und 1,35. Heute waren wir am unteren Ende. Fast sind wir da runtergerutscht. Wann erfolgt denn mal ein nachhaltiger Ausbruch unter eine dieser Marken und in welche Richtung wird er dann erfolgen? Also das muss man erstmal von zwei unterschiedlichen Standbeinen aus betrachten. Einmal die fundamentale Seite. Bei der fundamentalen Seite können wir heute eben vor allem in Griechenland und Portugal ins Feld führen, denn hier kamen wieder schlechte Nachrichten raus. Einmal Griechenland mit dem Schuldenschnitt, dann, dass der Finanzminister eben von Portugal zurückgetreten ist, weil er eben keine Rückendeckung aus dem Volk bekommt. Diese Punkte sorgen natürlich schon mal dafür, dass der Euro auf fundamentaler Ebene momentan stark unter Druck gerät. Was auf der technischen Seite zu sehen ist, da habe ich vorhin noch mal mit unserem Analysten drüber gesprochen, der geht davon aus, dass wir tatsächlich jetzt in jüngster Zeit hier noch einen Rücksetzer erleben können auf die 1,28, dann vielleicht nochmal auf die 1,32 hoch. Und wenn sein Worst-Case-Szenario tatsächlich stimmen sollte, bewegen wir uns auf Richtung 1,20. Schauen noch ganz kurz auf den Ölpreis. Auch da kommt eine wichtige Marke wieder ins Gespräch, nämlich die 100-Dollar-Marke. Wir waren ja schon mal wieder kurz darunter, jetzt sind wir leicht über dieser Marke. Geht es nochmal richtig drunter unter diese Marke von 100 Dollar je Barrel? Auch da haben wir wieder zwei Zugpferde derzeit. Das eine ist natürlich, dass jetzt gerade die Unruhen vor allen Dingen in Ägypten Probleme bereiten. Da hat man Angst, dass eben Ägypten als Transitland für Öl hier vielleicht ein wenig zu viel Druck machen könnte, dass es zu Lieferengpässen kommen könnte. Das treibt natürlich auf der einen Seite den Preis. Aber wie bereits schon erwähnt, China hat hier leider Gottes als zweitgrößter Ölimporteur weltweit derzeit eine sinkende Nachfrage zu verzeichnen. Und wenn das so anhalten sollte, ist es gut möglich, dass wir bald schon wieder unter den 100 Dollar sind. Dankeschön, Christian Krämer von X-Trade Brokers. Schönen Abend. Dankeschön.